Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wo bin ich denn hier eigentlich? Minecraft. Ja. Unser wird weiter gemint, damit wir vielleicht wertvolle Diamanten finden, die wir dann zu noch haltbareren und noch nützlicheren Werkzeugen machen können. Und während wir hier unten Sachen abbauen, wachsen natürlich oben auf unseren Feldern die Weizenpflanzen weiter. Und sind dann hoffentlich fertig und erntbar, wenn wir wieder oben sind, was wir ja dann hoffentlich auch hinbekommen. Also wir finden hier nichts. Ist ja unglaublich, ist das. Ah, Eisen, sehr gut. Wasser, nicht so gut. Okay. Okay, also hier geht's weiter. Hier kommt Wasser, das heißt, hier wollen wir mal nicht hingraben, sondern lieber hier. Mal schauen. Wenn ich am Bergbauen bin in Minecraft, dann normalerweise mache ich mir einen Podcast an oder sowas. Aber es geht ja jetzt nicht, wo ich aufnehme. Okay, dann fangen wir mal hier an. Rotstein, okay. Und schon bin ich in meiner anderen Mine. Interessant. Was? Ja. Aber eigentlich hätte hier irgendwo auf der Kreuzung müssten eigentlich Diamanten sein. Das habe ich gelesen. Ich finde hier keine. Ich meine, wenigstens neues Eisen.
Das wir dann auch schon brauchen, weil unsere Pike kaputt gegangen ist. Machen wir hier mal lieber. Ah, da geht's hoch. Sehr gut. Dann gucken wir mal, wie weit es oben aussieht. Ob wir da schon was ernten können und vielleicht Brot backen oder sowas. Oder zumindest die Felder vergrößern. Oder beides. Mal sehen. Vielleicht können wir schon mal schauen, ob wir irgendwo Rinder einfärchen können. Für eine Art Rinderzucht. Das wäre auch eine Idee. So. So. Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Ist noch nicht ganz fertig. Aber ein paar sind schon fertig. Die ernten wir mal ab. Wenn das so aussieht wie die, die ich hier kaputt hau, dann ist das fertig. Und jede Weizenpflanze wirft ein Weizen-Item ab und ein oder mehrere Weizensaat. Das ist diese hier. Die kann ich wieder einpflanzen. Und dann vielleicht irgendwann auch das Feld vergrößern. Weil das wirft immer mehr ab, als man gebraucht hat, um die Pflanze anzupflanzen. Wie man sieht, vorher konnte ich nicht alles voll machen. Jetzt kann ich alles voll machen und ich habe sogar noch 14 übrig, womit ich dann quasi hier... Ups. Warum kann ich hier nicht... Was soll das? Schauen wir mal. Ah, ich muss zuerst mit der Schaufel, dann kann ich das machen. Okay. Ich muss zuerst das Pilzzeug wegdrücken. Und dann kann ich hier anbauen. Okay. Meine Güte. Entschuldigung. So, jetzt haben wir hier 25 Weizen. Die können wir jetzt hier an dem Arbeitstisch in 8 Brote verwandeln. Dann haben wir auch wieder was zu essen. So. Dann würde ich mal sagen, brauchen wir eine neue Pike und ein neues Schwert. Vor allen Dingen. Das wird reichen. Und dann gehen wir ins Mesa rein und versuchen dort die dort in den Wänden befindlichen Rohstoffe abzubauen. Schauen wir mal. Da hinten ist eine zum Beispiel. Okay. Ah ja, da war ich auch schon drin. Okay. Hier haben wir Gold. Siehst du, hier haben wir Kupfer. Und wir, glaube ich, müssen mal was essen. Hier ist noch mehr Gold, sehr gut.
Das Problem ist, auf dieser Höhe werde ich keine Diamanten finden. Die sind alle tief, tief, tief unter der Erde. Und das ist ja der eigentliche Rohstoff, den ich suche hier. Ich meine, Kupfer und Gold zu haben ist ganz nett, aber wir brauchen Diamanten. Okay. Noch mehr Gold. Okay, bringen wir das erstmal nach Hause. Das ist eine kleine Ausbeute. Da hinten wächst Zuckerrohr, das könnten wir auch mal rüberholen und anpflanzen. Und unsere Baumfarm ist auch schon wieder fertig. Sehr gut. So, dann schauen wir mal. Ja, das Gold und das Eisen. Kann ich schon mal wegtun. Oh, da hinten sind. Die sind ungünstig. Das sind Pillager. Können wir die eventuell irgendwie. Das Problem ist, wenn wir die angreifen, dann sind wir quasi verflucht. Und darum machen wir das am besten nicht. Okay, die sind scheinbar nur auf der Durchreise. Das ist auch gut. Dann warten wir einfach, bis sie weg sind. Und vielleicht können wir vorher noch mal hier unten ein wenig Berg bauen. So. Doch irgendwo müssen hier Diamanten sein. Ach, da oben geht's rein, okay. Graben wir einfach mal in die Richtung und irgendwas werden wir schon finden irgendwann. Gucken, wie weit wir kommen, bevor wir auf irgendein
Hindernis stoßen, wo wir nicht durch können. Ah, siehst du. Sehr gut, noch mehr Eisen. Ist immerhin was. Das Blubbern im Hintergrund, das ist Lava, die hier irgendwo ist. Ich hoffe, sie ist nicht über uns. Dass wir uns da nicht reingraben jetzt, unvorsichtigerweise. Aber hier ist mehr Eisen. Ah! Shit! Ist die Lava, kriegt man immer mit Wassereimern relativ gut in den Griff. Oh yeah. Was wir auch mal machen könnten, ist eine Brücke bauen über den Fluss, damit wir nicht immer durchschwimmen müssen. Ich denke mal, wir haben jetzt genug Materialien dafür. So, gehen wir einfach mal wieder nach oben jetzt. Unsere Spitzhacke ist sowieso fast kaputt. Wo war das? Hier war das? Hier war das. Wo war der Weg nach oben? Hier nicht scheinbar. Muss ich einmal hier ganz durchgehen. Ist der Weg nach oben auch nicht? Wo ist denn der dann? Warum finde ich den nicht? Das ist sehr mysteriös. Also hier kommen wir raus. Hier geht es nicht nach oben. Muss es ja auf der Seite sein. Hier, wo ist denn das denn? I don't get it. What? Sehr komisch. Ich bin doch hier hochgekommen auch, oder nicht? Also hier geht's da nach oben. Dann geht's hier zum alten Bergwerk. Da muss es hier irgendwo nach oben gehen eigentlich, theoretisch. Oh, nee, jetzt habe ich schon wieder einen falschen Gang genommen. Verdammte Axt. Also nicht hier, das war... Hier, der war das, genau. Der Gang war das. So, hier geht's nicht nach oben. Doch, hier geht's nach oben, siehst du wohl.
Ja, dann haben wir das uns auch gemerkt, wo es nach oben geht. Sehr schön. So, und schon wieder Nacht. So, nehmen wir das mal hier für die Brücke. Okay. Können wir eigentlich ebenso gut, ja, müssten wir schon hier machen, damit wir da überhaupt rüberkommen. Und da ist das Spitzhackli hin. Okay. So, jetzt brauchen wir vier hiervon. Brauchen wir lieber sechs, nur zur Sicherheit. Dann können wir hier nämlich Treppen machen, dass wir nicht springen müssen. Und hier auch. Fertig ist die Brücke. Jetzt haben wir tatsächlich auch schon ein paar Kürbisse fertig hier. Sehr gut. Und natürlich die Baumfarm ist auch soweit. Sehr gut. Wie gesagt, Eichenholz ist irgendwie das langweiligste Holz, weil so lange Zeit das einzige Holz, was es gab in Minecraft, bis die anderen Sorten quasi dazu gefunden wurden. Früher gab es an Bäumen, glaube ich, nur Eichen und Birken und beide hatten Eichenholz. Dann kamen Baumsorten dazu und dann relativ spät gab es dann auch verschiedene Holzsorten. Und Eichenholz ist halt so der letzte Rest von dem, was das ursprüngliche Minecraft-Holz war. Und Dörfer, die nicht gerade in irgendwelchen exotischen, seltenen Biomen liegen, sondern in was weiß ich, normale Ebene oder irgendein kleiner Wald oder so. Die haben Häuser und Türen immer aus Eichenholz immer noch. Obwohl ich glaube, mittlerweile kann man nicht mehr immer sagen, sondern vielleicht meistens. So. Jetzt sind Gold fertig und ein Kupfer fertig. Sehr gut. Sehr schön. Können wir mal hier drüben noch ein bisschen gucken, was wir hier noch alles an Gegend haben, wenn wir hier mal so durchgehen.
ist auch noch eine Höhle, aber hier ist nichts drin, oder? Nee. Nur ein Durchgang quasi. Ja, das ist alles Mesa hier. Autschen. Was ist hier los? Ah. Noch ein Tintenfisch hat sich selbst auf Land gesetzt und damit umgebracht. Wie schade. Tintenfische tun einem nichts. Okay, weiter geht's. Gut. Tja, schauen wir mal auf der anderen Seite, was da los ist. Und vielleicht sollten wir ein paar von den Sitzchen wieder einsammeln hier. Holz drin, wenn da noch irgendwo Holz drin ist, da ist dann, oh. Dann verschwindet das Laub nicht und verwandelt sich in Setzlinge, sondern bleibt dann in der Luft stehen. Das ist ein bisschen ungünstig. Ja, stimmt, hier hinten war das Eis. Auch nicht schlecht. Und hier ist noch eine Höhle. Gucken wir da doch mal rein. Ah, okay. Das ist ja nicht besonders groß, die Höhle. Oh, was wir uns damit aber mal machen können, ist hier, wir können das hier abbauen und noch zwei mehr und dann können wir uns eine Angel machen, dann können wir angeln hier. Mal gucken, wo wir dann noch mehr, ja, da sind jede Menge Höhlen noch, überall dort, wo die Spinnenweben hängen, sind so Minen. Und da kriegen wir weitere Spinnweben her, weil die hängen nicht nur draußen vor, sondern auch innen drin, wie hier zum Beispiel. So. Oh, da sind Spinnen, die vergiften uns, da hauen wir lieber ab. Tidu, okay. Wie viele Faden haben wir jetzt? 6 Stück, das reicht für eine Angel und können wir uns sogar noch einen Bogen draus machen. Mal gucken, ob wir dann beim nächsten Mal dann tatsächlich mal Diamanten finden würden. Das fände ich ganz gut. So. So, da haben wir. Schauen wir mal. So, eine Angel. Geht so. Man macht 3 Stöcke. Und 2 Faden. Und hat eine Angel. Und ein Bogen geht so. Man macht 3 Stöcke und 3 Faden und hat einen Bogen.
Zack. Ja, gut, das war's dann auch wieder. Dann like das Video, schreibt einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.